Habe ich jetzt meine Pfeile wieder aufgesammelt? Nee. Da habe ich noch 9. Mal sagen, wir gehen auf eine erhöhte Position, wa? Eine Nuss runtergefallen, das habe ich doch gesehen. Die ich nicht essen kann, weil ich schmutzige Pfoten habe. Wäre ja, ganz toll. Wie weit ist denn das Wasser weg? Ja, das wird schon weggehen. Hat gereicht, um jetzt ein bisschen weiter vorwärts zu kommen. Ich könnte ja fast meinen, dass das ein Weg wäre. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Dann liegt eine Kokosnuss. Alles gut soweit. Bin eigentlich gut versorgt. Schön mit den dritten Pfoten. Ja, eine Höhle, ne? Ich glaube, ich muss mir wirklich mal die Hände waschen. Es wird nicht besser. Bloß keine Wasserquelle in der Nähe. Doch sonst keine Ahnung, wo ich bin. Wenn ich die jetzt esse, habe ich direkt Parasiten. Aber ist das ein Problem? Nö, eigentlich nicht. Es ist schon ein Problem, wenn man Parasiten, wenn man dreckige Hände hat und dann trotzdem Pilze frisst, hat man trotzdem logischerweise Parasiten. Oh. Habe es zwar schon gehört, wähle dann die andere Laufrichtung. War wieder sehr clever, Daniel. Sehr gut nachgedacht, auf jeden Fall. Wenn ich mit dreckigen Händen was esse, kriege ich Parasiten, aber ich habe ja Pilze, die ich mit den Händen esse. Nicht clever. Jetzt Parasiten gekriegt, nur weil ich diesen einen Dödel da kurz gefalten habe. Sonst ist auch immer irgendwo Wasser, außer jetzt, ne? Zum Davonlaufen. Ja, und Ameisen auch noch. Ja nun, ich würde sagen, dass ich damit irgendwie gerechnet habe.
28, 25. Wo sind wir? Irgendwo ganz weit unten. Das macht keinen Sinn, wo wir sind. Also wirklich nicht. Kann ich mir zufällig die Hände mit dem Wasser waschen, was ich dabei habe? Okay. Das ist ja großartig. Sollte mir vielleicht einfach mal das verbinden. Mein letzter Verband. Mir geht's ziemlich dumm, wenn mich jetzt so eine Klapperschlange beißt, habe ich natürlich den Arsch offen. Aber das wird ja nicht passieren. So viel Pech kann ja kein Mensch haben. Hier das krasse Geheimnis erwartet oder so, aber ist einfach nichts. Einfach nichts. Parasiten machen mich auch hart fertig gerade, ne? Müsste mal ganz dringend eine Wasserquelle finden. Oder Regen. Regen wäre auch gut. Gerade klingt es so ein bisschen danach. Hier ging es auch nicht mehr weiter, ne? Habe irgendwas gehört, aber ich sehe es nicht. Ist Dschungel. Ach, Leguan. Leguan macht ja nichts. So, hier haben wir wieder einen geilen Aufzug. Kletterausrüstung. Da unten wäre Wasser. Um mich zu waschen. Diese räudigen Parasiten loszuwerden. Was ist denn, wenn ich springe? Da habe ich bestimmt, ne? Beul. Ja, warum habe ich eigentlich hier Blutegel irgendwo? Tatsache. Ekelhaftes Viehzeug. Wenn ich auf dem Weg bleibe, müsste ich doch auf Zivilisation treffen. Oder wenigstens Überreste davon. Mia, you won't believe this. I just found an airstrip. Fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Jetzt muss ich diesen Jaguar da töten.
der natürlich nicht auf das Wildschwein losgeht, sondern nur auf mich. Ganz klar. Hier gerade eine Schlange gehört. Ne, wieder ein Leguan. So, das ist schon mal gut, aber ich habe immer noch keine Wasserquelle gefunden. Was? Ich finde einfach mal eine Landebahn. Warum ist denn hier alles verschlossen? So hungry. Ich kann leider nicht essen, wenn ich dreckige Pfoten habe. Solange wie es nicht regnet. Es regnet sonst immer in diesem scheiß Urwald. Nur dann, wenn es wirklich mal regnen soll, regnet es nicht. Doch wohl ein verschissener Witz. Warum hier auch immer noch Strom ist. Instant-Kaffee. Ja, damit. Gruselig. Ja, damit. Bin überlastet. Ich kann halt nichts. Okay, so geht das nicht. Wir packen erstmal das Gold hier kurz raus. Was erschreckend leicht ist. Was ich sagen darf. Und zum Henker gibt es hier nirgendwo eine Wasserquelle. Ah ja, hier geht's auch nicht weiter. Bin ich jetzt hier wirklich zum Sterben durch Parasiten verurteilt, ja? Das ist jetzt so. Fuck! Wieder irgendwelche Insekten. Hungry. Kannst du hier nicht in dieser Pfütze die Hände waschen? Keinen Bock jetzt nochmal das Spiel zu laden, weil ich dreckige Pfoten habe. Läuft das jetzt wirklich darauf hinaus, ja? Ist das jetzt echt so? Damn it. Kann mir mal jemand erzählen, warum ich jetzt Low Health hab? Ich meine, ich habe jetzt was gegessen. Das macht auf einer Skala von 1 bis 10 keinen Sinn, was hier gerade passiert. Ich
werde es hier schlafen und sterben. Ach. Also ich lebe noch. Aber ich habe 9 Parasiten und habe immer noch dreckige Hände. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ein ganz schlechter Witz. No signal. Kein Signal. Sentin Anuyasra sind einige Erinnerungen zurückgekehrt, aber ich verstehe sie nicht. Habe ich ein Buch geschrieben? Wurde Mia krank? Sind wir deswegen hier? Warum hat mir Mia nichts gesagt? Ich brauche Antworten. Noch ein verlassenes Lager. Werde ich verrückt? Wo sind alle hin? Sie können nicht einfach verschwunden sein. Sollte ich diese Dinge nehmen? Was, wenn sie zurückkommen? Ein Flughafen. Wir sind gerettet. Wir müssen nur das Funkgerät reparieren und Hilfe rufen. Hier liegt so viel Ausrüstung, dass es kein Problem sein sollte. Ja. Doch, ist es. Ist es leider. Und warum zum Henker regnet es hier nicht? Was der gegen Parasiten hilft? Nein. Warum gibt es hier keinen Regen? Seit einem Tag regnet es hier nicht, oder was? Seit 2 Tagen regnet es hier nicht. Verstehe es nicht. Das ist einfach lächerlich. Was soll das? Es ist halt völlig egal, was ich mache. Solange wie ich hier was esse, werde ich mir immer weiter irgendwelche Parasiten einfangen. Es sei denn, ich finde blaue Pilze. Die sorgen nämlich dafür, dass man minus 2 oder 3 Parasiten verliert. Ach so, ist kein Platz mehr im Rucksack. Ich verstehe. So,
So, ich brauche irgendwo hier den scheiß Schlüssel. God, I'm so hungry. Halt doch die Klappe. We want to play with a snowman. Ah ja. Ist einfach nur ein Witz. Überall regnet es, nur in diesem Levelabschnitt regnet es nicht. Das ist. Fuck! Ich bin noch 5000 Mal durch die gleichen Ameisen und so, ne? Das ist. Geil. Warum es hier auch nirgendwo irgendwas Wassermäßiges gibt. Da wären wir wieder. Oh, in der Luft gestorben. Cool. Ja, tun wir mal so, als wäre nichts passiert. So. Welcome back, welcome back. Das kennen wir ja nur schon. So, wir können das jetzt hier nicht packen. Schlafen wir erstmal eine Runde. Das kann man doch nicht so ernsthaft. Ständig regnet es, außer jetzt. So. Sagt die Uhr. Die Uhr sagt, wir können gerne mal einen Orangensaft zu uns nehmen. Hopp. Hopp. Wenn wir jetzt nicht 55 Kilo wiegen würden, wäre schon von Vorteil. Stunden noch haltbar. 9 Stunden. Okay. Noch 50 Kilo, damit können wir arbeiten. So, und dann wollte ich hier noch. Soße brauchen wir bestimmt nicht. Und dann wollten wir direkt losschießen, ne? Ich weiß, wir sind zu schwer. Aber ich glaube, die Chance, dass wir wiederkommen, eher gering. Deswegen nehme ich. Was ist das eigentlich? Irgendein krasses Food-Zeug.
so ein scheiß Pfeil wiegt halt auch ein Haufen, ne? Immer noch zu schwer. Dabei bin ich nur noch 500 Gramm zu schwer. Wenn ich jetzt hier irgendwas... Achso, ich habe letzten Stecker rausgeschmissen, ne? Immer noch zu schwer. Nimmt das aber genau, so. Und da sind wir gekommen, also gehen wir hier lang. Jetzt bloß nichts essen, Daniel. Dann ist wieder ein Alligator. So, und irgendwo war doch jetzt hier der Weg. Bin einfach hier Richtung Dingens gelaufen. Die Frage ist, müssen wir nicht noch nach links irgendwo? Weil? Kletterausrüstung. Können wir nach links stiefeln? Spinne? Habe ich sie erwischt? War gerade nicht so eindeutig. Weil sie sich tot nochmal bewegt hat. Und ich höre schon wieder meine Freunde, die Indigos. Sich von hinten angeschlissen, die Sau. Angestichen. So, nicht wieder aus Versehen häuten. Wir wissen, was uns das letzte Mal gebracht hat. Pilze kann ich auch kennen, ne? Ein. Wirklich 300 Gramm? So, hier haben wir fließend Wasser. Toll. Game will mich wohl verspotten. Ob ich hier wieder durch einen Sturz sterbe, man weiß es nicht. Ich will es nicht riskieren. Komm ich da irgendwie rein? Hinten? Gar nicht gefährlich hier. Da hätten wir Früchte und Bananen, aber das kann ich alles nicht mitnehmen, weil ich schon eh zu schwer bin. Werfen wir doch mal einen Blick in die Höhle. Wieder mit allerhand Getier ausgestattet ist, wie ich sehen kann. Dafür, dass ich schon so viel Bogenschießen betrieben habe, ist es halt echt kurios, ne? Da immer noch so rumzittert. Wollen wir mal probieren? Hm, direkt zwei Parasiten. 1A.